Seid ihr denn so aufgeregt wie ich? Und ab geht die Luzi. Wahnsinn. Yes. So back to what I was saying. Moin moin und hallo meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und ihr glaubt es kaum, aber es ist es soweit. Ich habe die 50 intelligenten Beschichtungen vorbereitet, damit wir endlich diesen Weltraumlift Phase 1 abschließen können. Des Weiteren habe ich offscreen einen Weg gebaut zum Kohlevorkommen, was da hinten ist. Und ganz da hinten in der Ecke ist ja auch der Quarz. Des Weiteren habe ich einen Weg gebaut zum Kantarium-Vorkommen, um die Kantarium-Barren als nächstes Mal zu produzieren für die Forschung der MAM hier unten. Außerdem habe ich noch eine Etage auf unsere verstärkte Plattenproduktion gesetzt und nochmal zwei Manufaktoren hingebaut, so dass wir jetzt quasi doppelt so viel verstärkte Platten produzieren, um die Rotoren zu versorgen und um Material für Förderbänder zu haben für uns. Aber, Freunde, lasst uns nicht lang quatschen, lasst uns hier nicht lange rumstehen. Ich würde sagen, ich renne da drüben mal zu diesem wunderschönen, doch formschönen und optisch wirklich hervorragenden Weltraumlift. Und wir schließen mal Phase 1 ab, würde ich sagen. Geht's. Und wir fallen erstmal hier nicht runter. So, das freut mich heute. Können wir endlich, ich hoffe doch, die Kohle anschließen und endlich Strom in absoluten Mengen produzieren, sodass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen um diese schrottigen Bio-Brennstoff-Mist-Kacke da. Was mir ziemlich hart auf die Nerven geht, muss ich sagen. Ich muss nämlich schon wieder Zeug sammeln, damit wir überhaupt Strom haben, damit die Fabriken weiterlaufen. Egal. Zusätzlich habe ich nochmal 8 Coupons. Ich habe, glaube ich, noch 20 unten im Hub liegen. Schauen wir gleich mal rein, was wir dafür Geiles holen können. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht herrlich? Die Sonne geht auf. So muss es doch sein. Freunde, schauen wir uns das an. Seid ihr denn so aufgeregt wie ich? Und ab geht die Luzi. Wahnsinn. Und zack, Mann. Weg das Ding. Perfekt. Perfekt. Phase 2 braucht jetzt schon, ihr seht es, deutlich mehr, deutlich mehr. Aber hiervon habe ich sogar noch ein paar. Geil, okay. Gucken wir mal, was freigeschaltet worden ist. So, dann schauen wir mal rein. Da ist es. Kohleenergie, da ist es. Endlich haben wir Kohleenergie. Und wir haben auch das alles am Start, glaube ich. Fahrzeuge. Stahl. Da, genau, sind die nächsten, ne? Ihr seht es. Stahl haben wir. Stufe 4, was haben wir hier? Fortschrittliche Stahlproduktion. Jetzt die zweiten Miner. Motoren. Statoren. Oh, oh, oh. Verbesserter Nahkampf. Ein Laserschwert. Oder sowas in der Art. Xenobasher. Hypertubes. Endlich. Und Logistik MK3. Was haben wir hier? Energiespeicher. Wichtig. Container größere. Förderbänder schnellere. Wundervoll, wundervoll. Als allererstes Strom. Strom, Strom, Strom. Zack, Kohle. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Note, ensure. Gut. Strom. Herrlich. Ja. Ich würde sagen,
Dann bauen wir doch in dieser Folge mal die ersten Kraftwerke, oder? Komm, wir gucken mal, was wir so brauchen dafür. Können wir mal eins hinstellen. Einfach nur mal zum Gucken. Klatschen wir mal eins hin. Es braucht 55 Kubikmeter. Ja, was braucht es jetzt? 50 Kubikmeter Wasser oder... aktueller, nee, 45 Kubikmeter Wasser pro Minute. Das heißt, wir müssen Wasserextraktoren bauen. Uiu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 i. Dann ist jetzt die Frage. Bauen wir die Kohlekraftwerke am Kohlevorkommen und transportieren das Wasser dorthin? Oder bauen wir die Kohlekraftwerke am Wasser und transportieren die Kohle dahin? Das ist jetzt die Frage, wie wir es machen. Was meint ihr? Was wäre denn am sinnvollsten? Gute Frage, nächste Frage, oder? Was brauchen wir denn für die Autos? Für die Autos brauchen wir... auch das haben wir alles. Ich überlege, ob wir eine Autostrecke bauen vom Kohlevorkommen zum Wasser, um dann die Kraftwerke zu versorgen. Weil die Schlepper fahren mit Kohle oder können mit Kohle betrieben werden. Sollten wir vielleicht machen. Das heißt, ich hole das Material für die Fahrzeuge, schalte das frei und dann sehen wir uns gleich wieder. So, bis der Transporter wieder da ist, können wir ja einmal hier in den Coupon-Shop gucken und schauen, ob wir hier noch irgendwas Geiles kaufen könnten. Rampen geht, Rampen, Rampen, Rampen. Rampen, 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 Invert, Rampen. Ach so, das waren wir. Ja, nehmen wir mit. Dann können wir die schrägen Dächer bauen. Weil ich habe 38 Coupons, ne? Also wir haben ein bisschen was. Hypertube, Hypertube, das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das nehmen wir auch mit. Brauchen wir schon mal. Fundamente brauchen wir noch nicht. Customize, Gedöns. Teer, Dachmaterial, Teer, Straße. Ausrüstung. Brauchen wir irgendwas an Ausrüstung? Architektur. Nehmen wir mit. Achso, ja, und klar, wir brauchen, wenn es geht, wo ist denn das hier? So, können wir uns ein Autoken bauen. Autoken. Zack, wunderbar. Wir gucken in die Mam. Waffen, wir könnten mal ein paar Waffen bauen. Was haltet ihr davon, wenn wir mal ein paar Waffen bauen? Finde ich geil, bauen wir Waffen. 5 Minuten. Können wir mitarbeiten. So. Dann ist natürlich die Frage aller Fragen, ob wir erstmal zur Kohle fahren mit unserem High-End-Auto, was wir ja jetzt haben. Hier, da, diesen geilen Teil. Und schauen, wo dort wie Wasser zu finden ist. Guckt das euch an, ist das nicht affenstark? Ja, recht flott, ne? 59, 55. So, fahren wir mal da hinten hin.
Und überlegen, wo wir hier was wie hinbekommen. So, unten läuft ja nun auch ein Fluss. Vielleicht können wir den sogar anzapfen. Sonst weiß ich, dass da oben, also überhalb des Wasserfalls, da ist auf jeden Fall ein See. Zumindest war es noch in den letzten Updates so. Da könnten wir natürlich auch hin, ne? Da müssen wir nur mal schauen, wie wir die Fahrzeuge hier hochbekommen. Ich weiß nämlich nicht, wie steil und oder nicht steil die fahren können, dürfen, müssen. Oder wir holen natürlich von da oben das Wasser. Das könnte man natürlich auch machen. Ah, das ist schwierig. Schwierig. Aber nicht unmöglich. Es ist natürlich einfacher, Wasser den Berg runter. Und da ist Kohle. Seht ihr? Zweimal Kohle. Da hinten ist nochmal Kohle. Also hier ist viel Kohle. Relativ viel Kohle. Na, ihr seht es. Es ist schon ordentlich. Hier unten ist nichts. Hier war mal was, glaube ich. Ja, ihr seht es. Hier ist nochmal Beton. Wow. Da hinten ist nochmal Kohle. Vielleicht sollten wir da nochmal eine Verbindung hinbauen. Dort ist ein Wrack. Wrack. Das müssen wir auch gleich mal inspizieren. Chup, 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 chup. Das ist halt so die Frage, ne? Wo kommt... Wo können wir Wasser herholen? Ob man da bauen kann, also da Wasser platzieren kann? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, hier ist doch eigentlich gar nicht so ungeil. Es ist halt die Frage, wo können wir Wasser platzieren, ne? Wenn wir hier einfach die Kraftwerke platzieren. Ich weiß es nicht. Wir müssen es so angucken. Ich glaube, wir können ja... Wir können ja einen bauen. Dann gucken wir uns das an. Fahren wir da runter. Ich hole mir eben das Auto können. Und wenn wir die natürlich in den Fluss platzieren können oder auch hier in diesem Fluss platzieren können, das wäre natürlich optimal. Wir müssten gar nicht so weit rumeiern. Ist halt nur die Frage, ob wir es können, ne? Wisst ihr, ich baue jetzt einfach mal hier zum Fluss. Und wir gucken uns das mal an. Wir müssen ja gar nicht runter. Da musste ich mich mal kurz räuspern. Es tut mir leid. Wir können ja hier in den Baumkronen bleiben. Dann sind wir auf jeden Fall auch geschützt für irgendwelchen mistigen Viechern, die hier rumeiern. So, das wäre natürlich äußerst komisch, wenn das funktioniert. Und ihr seht, es funktioniert natürlich nicht. Scheiße. Okay. Funktioniert das da? Nee, nicht kein Fabrikator. Nee. Nee, 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 es ist wohl nicht tief genug oder sonstiges. Dann. Dann bauen wir doch eine Straße, oder? Dann bauen wir doch eine Straße.
für unsere Fahrzeuge und transportieren die Kohle dort oben hin. Weil Züge haben wir noch nicht. Beziehungsweise wir transportieren die Kohle vorne zum Wasserfall und bauen dann dort die Kraftwerke. So. Also quasi dort. Dann holen wir mal das Auto können. Ihr seht, es erfordert doch eine gewisse... Kann man das nehmen? Kann man das? Ah ja, man kann das löschen. Eine gewisse Vorbereitung, ne? Und damit das auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Natürlich habe ich wieder keine Miner dabei, aber das soll nicht das Problem sein. Die schließen wir jetzt, bauen wir jetzt mal eben. Dann schließen wir sie an. Und dann bauen wir hier eine vernünftige Straße. Dass unsere Mini-LKWs die Kohle auch schön transportieren können. Das Schöne ist, wir können die tanken über die Kohle. Ich habe eben erwähnt, die fahren auch mit Kohle. So dass wir uns da gar keine Sorgen machen müssen wegen dem Treibstoff. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnen, diese Funktion ist mit Abstand die geilste überhaupt. So, wir brauchen das Ding hier. Ich sagte, wir brauchen das Ding hier. Und zwei von diesen Dingern. Wunderbar, können abreißen. So, wir brauchen einen Miner hier. Und einen Miner da eigentlich. Gut. Er möchte nicht. Auch gut. Dann brauchen wir... Nee, ja. Dann brauchen wir dieses hier. Boom. Hallo? Hier kommen 60. Der spuckt mich doch tatsächlich an. Dann brauchen wir noch einen Miner, natürlich. Dann brauchen wir noch einen Miner hier hin. Ich glaube, der produziert auch 60, aber ich bin mir nicht sicher. Schub. Sind wir schon bei 120, ne? Okay, das sieht extrem scheiße aus. So, dann bauen wir erstmal eine Verbindung. Und dann schauen wir mal, wie wir das am besten verbinden. Ich würde sagen, ich mache einen Cut. Und wir sehen uns dann, wenn ich die Straße soweit vorbereitet habe. So, ihr Lieben.
Ich habe eine Fläche gefunden, wo wir unsere Kraftwerke bauen wollen. Hier auf diesem schönen Quadrat bauen wir die ersten Kohlekraftwerke. Denn wir müssen gar nicht hoch zum See. Weil ich konnte doch hier Wasser holen. Seht ihr? Hier in diesem Bereich können wir auch Wasser holen. Das heißt, wir platzieren für den Anfang 10 Stück. Was sagt ihr? 10 Stück, ist das ein Plan? Kann man das machen? Ist das zu wenig? Ist das zu viel? Ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal 5. Unos. 2. 3. 4. 5. Tja, die Frage ist wirklich, wie viel verbrauchen wir an Kohle? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie ihr seht, ich habe eine neue Waffe. Mit der können wir auch rumspielen. So, ich habe natürlich jetzt keine Rohrgeschichten dabei, oder? Habe ich Rohrgeschichten dabei? Habe ich. Logistik. Splitter. Wir bauen die Logistik erstmal auf. Das. Dann brauchen wir Logistikwasser. Können wir ja eigentlich hier bauen. So, dann müssen wir hier diese Dinger haben. Und dann müssten wir hier noch einmal so machen und dann müssten wir so bauen. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Oder? Das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Dann müssen wir hier runter. Dort hinten runter. Hier in das Grüne. Und dann platzieren wir doch mal die erste Pumpe. Chip, 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 chip. Ja, kommt fast bis unten. Okay. Okay. Nehmen wir mit. Produktion. Guck mal, dann bauen wir doch hier mal die erste Pumpe hin. Gucken wir mal, die produziert 120 pro Minute.
120 pro Minute. Müssen wir mal ein bisschen rechnen. Müssen wir mal gucken. 120 pro Minute. 45, 90. Hm. 120 pro Minute. Das heißt, wir müssen mit 2 damit befeuern. 2, 2. Dann bauen wir doch nochmal eine. Bauen wir noch eine und dann müssten wir eigentlich alle 5 betreiben können. 5, irgendwas. Dann. Alles klar. Mal gucken. Hab ich die voll weggeschossen. So. Guck mal, das ist sogar gleich auf. Pro Minute. Was können die Rohre? 300. Die können 300. Das heißt, die können hier nicht hoch. So. Das heißt, wir klatschen jetzt hier eine Pumpe hin. Und dort oben noch eine Pumpe hin. Da müsste doch eigentlich genug Druck drauf sein, um entsprechend zu arbeiten. Das ist ganz schön frickelig, muss ich sagen. Ganz schöne Frickelsarbeit. So. Wahnsinn. Okay. Wie das hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Dann bauen wir die Kohleversorgung und die Stromversorgung und schauen mal, wie viel Kraftwerke wir brauchen, um unseren jetzigen Strombedarf zu decken und eventuell dann einen guten Überschuss zu produzieren mit den 2 Kohlevorkommen, die wir da hinten haben. Ich würde nämlich gerne die anderen beiden benutzen, um Stahl und Stahlprodukte herzustellen, denn das ist ja nun auch genauso wichtig. Dass wir dort vorankommen. Zur Not müssen wir mal schauen, ob wir die Miner übertakten, aber das würde ich gerne am liebsten eigentlich nicht machen, weil übertakten immer mehr Stromverschwendung ist, als dass das eigentlich einen Nutzen hätte. Meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin nochmal Tschüss.